Moin Moin, herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer LS22 Spulfolge. Ja, wir müssen mal ein bisschen Zeit wegspulen. November, Tag 2, oben sehe ich gerade Schnee angesagt. Müssen wir mal gucken, ob uns das tatsächlich erwischt. Das weiß man jetzt noch nicht. So, hier brauchen wir nicht viel machen, wir sind ziemlich gut gerade vor. Der Steinesammler dreht hier noch ein bisschen seine Runden. Ist aber auch schon im Vorgewende drin. Aber es sind noch 800 Wegpunkte vor sich. Frage war eben, ne, ob der nachher, und wir sehen es dann, ob er sich alleine ausleert im Hofsilo oder nicht. Eigentlich soll es funktionieren. Aktuell noch Emotes-Chat hier live auf Twitch, deswegen laufen da noch einige Emotes unten durch. Ein buntes Bild auf jeden Fall. Weiß nicht, was man alles sieht. Hunde, Pizzastücke, was das auch immer, ne? Ne, Doritos-Chips sollen das sein. Herzen. Also da sieht man, ne, wo die ganzen Leute immer hier gucken. Man, überall alles Mögliche. Salatgurke. Farming LTE, das ist vom Twitch Farming wahrscheinlich, nach dem Motto kein Empfang. Farming Ehre, Farming Miss Rage, ne, die Frau von ihm, zwischendurch mal not amused ist. Farming Drohne, auf jeden Fall alles von Twitch Farming. Da sind wir bestimmt schon bald durch mit der Ernte, würde ich mal was vermuten. Und es fängt tatsächlich an zu schneien hier, ne? Dezember. Danke, danke für Emo-Chat. Gerd, danke fürs Managen. Vielen Dank. So, kein schönes Wetter hier, ne? Wir haben mittlerweile nur noch 77.000. Wir müssen sogar eigentlich, nicht nur eigentlich, wir müssen noch 25% der Vormonatseinnahmen im Produktionsbereich im November tilgen, ne? Dafür müssen wir noch einen Kredit aufnehmen wahrscheinlich. Ja. Das funktioniert. Na, endlich ist es vorbei. Ich habe auch keine normale Walze, ne, dass ich mir das jetzt mal angucken könnte. Aber ich werde es mir nochmal anschauen wegen den Walztexturen. Kann aber sein, kommt drauf an. Ich werde jetzt erst nochmal, ne, sehen, dass ich die wirklich wichtigen Sachen für die nächste Produktionsversion fertig kriege für Donnerstag, und die Walztextur gucke ich mir dann noch mal an, ob ich das irgendwie sauber geändert kriege oder nicht, oder ob man zur Not wieder zurückgeht, ich weiß noch nicht, oder so lässt erstmal, bis dann was Besseres möglich ist. Es schneit. Mission wollte ich mal gucken, gibt es was Neues für uns? Sagen können, also, ne, Ballenpressmissionen sind mittlerweile raus, weil Dezember. Wir haben eine Feld 39 Grubber-Mission drin mit, oh, wir würden so komisches Equipment kriegen. Ich würde mir aber vorstellen, dass ich den hier nehme. Der hat doch eine größere Arbeitsbreite als der hier, oder? Geräteausleihen mache, Feld 21. Und mit dem machen wir dann vielleicht auch noch Feld 39. Im Schnee. Ein bisschen was wollen wir ja im Dezember auch machen. Wir müssen ja auch das Geld verdienen, was wir noch hier, ne, und zurückzahlen müssen. $200 noch? Okay. Oh, schneit der kaputt, hat fast gebrannt. Ist ja auch heftig dann. Im Livestream natürlich sorgt das für Action wahrscheinlich. Was? Feld 21. Erstes, ne, also wir können auch erst das Große, weil das Große können wir dann ja schon abschließen. Weil der hängt ja an der kleinen Mission hier. Die Bits gefällt die neue Walzen-Textur. Müssen wir eine Umfrage machen nach dem Motto gefällt, gefällt nicht. Also es muss ein bisschen glatter aussehen als vorher auf jeden Fall, weil vorher sah es nicht wirklich richtig glatt gewalzt aus. Mit den Rillen wahrscheinlich oder was? Oh, warte. Ja.
Das ist erdreif geworden. Und die Pappeln kann ich dir im Dezember. Geht das? Was passte denn wohl gerade noch mit dem Wachstum oder wie? Hast du da glänzt oder wie? Ich gucke mir das nochmal an und dann muss ich schauen, wie es passt. So, was war 39, ne? Aber. Wollt wieder an die Weintrauben ran. Shelly hat eine Abstimmung gemacht, sagt sie gerade. Walzstruktur gefällt, ja oder nein? Liebe Leute, nehmt teil. Walzstruktur gefällt, ja oder nein? Also ab hier, oh, kostenlos, ne? Kostenlose aktuelle Abstimmung. Walztextur gefällt euch? Was? 100 Fat Points, wer mit abstimmen möchte. Sagt ihr, die Walztextur, so wie sie jetzt ist, kann bleiben, also das Glattwalzen? Oder sagt ihr, nee, da ist noch das auf jeden Fall Verbesserungspotenzial? Oder das muss verbessert werden eher, ne? Also nicht gefallen ist. 39. Komm mal. Katze fällt runter. Tossige Katze. Also es ist eine Umfrage, läuft hier, ne? Könnt ihr oben anklicken, Button. Wenn ihr es nicht seht, aktualisiert nochmal euren Stream. Dann dürftet ihr es eigentlich sehen. Shelly hat die Umfrage gestartet, da haben wir ein bisschen Meinung, ne? Wenn das 50-50 ausgeht, okay, dann muss man auf jeden Fall, wenn aber irgendwie drei Viertel oder ne, sagen, passt schon, ist gut, dann würde ich es erstmal so lassen. Sägewerk Holz 16 Stunden, Fischer Diesel in 22 Stunden. Ist noch ein bisschen Zeit. Also wir werden uns wohl um die Pappeln kümmern müssen. Und das heißt, ich muss ja doch irgendwie überlegen, was jetzt mit dem Häcksler ist. Ich dachte nicht, dass ich das heute muss, sondern vielleicht erst am Sonntag im Stream. Sonntag wieder ab 10 Uhr Livestream, ne? Wenn nichts dazwischen kommt, Sonntag ab 10 Uhr. Weißt du. Mau sagt mir, ja. Jetzt versucht die Katze ins Kubota-Paket reinzukommen. Ja, du hast doch schon wieder. Immer, was ist denn das jetzt? Oder hast du. Wollen wir mehrfach abstimmen? Shelly hat irgendwas Komisches gemacht, weil warum, wie kann denn da jemand 6000 Kanalpunkte beitragen? Also nach dem Motto, konnte man so oft anklicken, wie man wollte, immer für 100 oder was? Gut, Shelly. Ich kaufe der Katze doch einfach meinen Karton. Ja, ich. Wir haben Kartons. War gut, wenn die Katze das so klein verarbeitet, weil wir ne, immer Probleme haben mit der grünen Tonne irgendwie. So, 14 Meter Arbeitsbreite. Ja, Abstimmung. Ich fand die Abstimmung gut. Pappeln kann man bis Ende November ernten. Wird er denn sagen, kann man nicht ernten? Ich war mir noch nicht sicher, welchen Häcksler ich jetzt nehme. Ich meine, wir machen ja diesen Mietkauf-Häcksler, ne? Aber ein 20er McNuggets Karton. Kaufen wir nie. Habe ich noch nie gekauft, glaube ich. Shelly macht jetzt nochmal eine Umfrage. Hast du die Punkte zurückgegeben, oder? Shelly sollte das, ja. Durchlassen.
Die Umfrage jetzt ist umsonst. Jetzt darf aber auch jeder, glaube ich, nur einmal abstimmen, weil ich glaube, gerade eben haben einige den Button wie verrückt geklickt. Und andere nicht. Weil ich denke, wir haben nur irgendwie weniger Zuschauer als Teilnehmer an der Umfrage. Dachte, kann irgendwas nicht stimmen. Gut, Shelly. Wird wieder alles gegeben. Mach lieber die Bäume. So, warte, ich muss das noch gleich speichern. Gruppen haben wir. Doch, Gruppen haben wir. Welches Feld? 39, ne? F39, Gruppen. 17 Meter. Was für ein blödes Maß. Hier haben wir 15,6. Gut gemacht, Shelly. Das Ergebnis war. Hatte Telefon und es verpasst. Das Ergebnis war nicht repräsentativ, weil einige wild klicken konnte. Und natürlich die gesagt haben: Nee, mir gefällt's nicht. Das ist genauso wie dieses Phänomen, ne? Schlechtes erzählt man 7-mal, Gutes nur einmal. Das heißt, die Texte überhaupt nicht. Ach guck, man muss entladen werden, genau in dem Moment fährt er los. Die, denen die neue Walzen-Textur gar nicht gefällt, klicken halt wie verrückt die ganze Zeit auf Nein. Sind bereit 6000 Punkte dafür ausgegeben. Sorry dafür, Shelly. Ist alles in. Du kannst dich am Dienstag mit dem Stream meckern, ne? Beim Ladies Project. Ja, also, weil eigentlich dachte ich, wir haben ja nicht so richtig. Ich wollte eigentlich dieses. Es gibt auch dieses Glas. Häcksler Pack. Ich muss nicht gleich. So, Walzenstruktur gefällt. Guck mal, jetzt ist ein bisschen ausgeglichenes Ergebnis. 22 sagen, ja, passt. 17 sagen, nee, passt nicht. Also das ist schon ziemlich ausgeglichen. Also da würde man wahrscheinlich sagen, nach dem Motto, sollen wir die alte Walzentextur wieder nehmen, würden wahrscheinlich dann sagen, ja, passt schon. Ne? Da sagen nämlich die, passt schon. Und die gesagt haben, nee, gefällt mir nicht, sagen dann, ja, ist besser als dies, was jetzt da ist. Ich guck mal, wie gesagt, ne? Nicht jetzt Priorität 1, aber steht mit auf der Liste. Wichtig ist, dass der Dieselpreis wieder auf 1,90 geht bis zur nächsten Version. Bis Sonntag sogar schon muss ich das geändert haben, damit wir dann anfangen zu tanken. Ne? Obwohl, von welchem Geld denn? Ah. Schön. Und wir müssen auch noch Schulden tilgen. Wie viel Produktionseinnahmen im letzten Monat? 250.000. Ein Viertel wollen wir tilgen. 60. Wie Feierabend? Schön, die macht Feierabend. Meinen, sie ist schon fertig auf der Matchmap mit Waldbodentexturen. Verkaufte Produkt 250. Also ja gut, dann müssen wir gar nicht so viel tilgen, weil wir tatsächlich nicht viel verkauft haben. Das können wir gerade so, ne? 62.000. 500. 1, 2. Geht hier nicht, ne? Mist. Jetzt habe ich Blödsinn gemacht. Was stand da gerade eben für ein Kredit? Mist. Kann einer im Stream zurückdingsen? Ich das jetzt ja auch nicht wieder gerettet, glaube ich, ne? Unterstand, Eigenkapital, Kredit. Wie Kredit hatte ich denn vorher? Das kann ja nicht richtig sein. Jetzt habe ich mal meinen Kontostand verhauen hier. Habe ich 500.000 zurückbezahlt. Ne, 5.000 habe ich zurückbezahlt. Und ich glaube, dann ist er aber so weit gesprungen, dass ich genau auf 3 Millionen kam. Kann also einer noch mal gucken im Stream, eine Sekunde zurückgehen. Ansonsten gut, muss ich das später übers Video machen. Ne? Dann stelle ich das nachträglich wieder ordentlich ein. Aber ist ein bisschen blöd für jetzt. Ach, Mensch, Mensch, Mensch. Weil man darf, wenn man diesen Bank-Account-Management-Mod mit drauf hat, sollte man in der Regel lieber hier rüber Kredit tilgen und nicht einfach über das normale Menü, weil er jetzt ja wieder gesagt hat, mein normales Kreditlimit ist 3 Millionen. Ich hatte vorher wahrscheinlich noch 3,4, 3,5 und in dem Moment, wo ich die 5.000 genommen habe, hat er mir zack auf 3 Millionen runtergegangen und hat mir so viel Geld vom Konto abgezogen, bis er genau auf 3 Millionen kommt. HSV Hamburg hat genau geguckt. Ja, dann müsste ich jetzt, okay, also 355 hatte ich vorher. Also ich krieg's ja nicht hundertprozentig hin, ne? Ah, vielleicht.
Wir spielen mal ein bisschen mit den Kontoständen rum. Obwohl, eigentlich könnte ich das ja auch über dieses... Also hier mache ich 355. Das glaube ich mal, ne? So, speichern. Jetzt haben wir auch wieder 227.000. Das kann aber nicht stimmen. Wir hätten doch 67.000. Da bin ich mir ziemlich sicher. Muss ich mir die Aufnahme sonst noch mal angucken. Müsste doch eigentlich, als ich hier geguckt habe, müsste hier unten ein Wert gestanden haben. Waren das vielleicht doch eher dann... Muss ein anderer Wert gewesen sein, oder? Ja, hier sieht man es nicht wirklich, von wegen plus minus null Buchung, ne? Ja, ich weiß, auch oben stand 67.000. Aber hat er denn falsch gerechnet oder hatte ich doch weniger als 355? Also 3,55 Millionen. Ich werde es mir leider erst später angucken, nach der Folge sozusagen. Jetzt aktuell kann ich die Folge nicht zurückspulen. Kann ich selber im Stream zurückscrollen? Nee, ne? Ungünstig. Da muss ich wahrscheinlich die Folge jetzt hier ein bisschen früher beenden. Eine machen wir heute noch. Dann werde ich mal schnell mal schauen, ob ich das gleich schon in der Folge sehe, welchen Kontostand ich hatte. Und um das dann einigermaßen wieder stimmig einzustellen. Vielleicht stimmt das auch mit den 3,55. Dann muss ich jetzt oben einfach wieder 67.000 reinschreiben und alles ist dann wieder wie es sein sollte. Aber ich will darauf nochmal sicher gehen und mir jetzt nicht hier Geld wegschieten oder irgendwas. Ne? Von daher... Wir gucken uns das gleich nochmal an. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Reinschalten. Bis zur nächsten Folge. Und tschüss.